Guten Tag, hier spricht euer Peter Gim und wir werden weiter auf die Suche nach Informationen und alles Mögliche hier, Leute. So, noch eine antike Platte fehlt noch irgendwo. So ist die, weil wir die Platten sind immer die antike Tafeln sind immer. Oh nein, wieder ein Löwe. Das ist immer die Sucherei, finde ich. Die Platten, die Tafeln. Aber. Komm ab, komm auf. Weil das sind immer die wichtigen uralten Tafeln. Die brauchen wir. Um unser Waff, unser Schiff und halt so ein bisschen zu verbessern. Das ist immer gut. Und wir brauchen echt mal ein bisschen Ding bräuchten wir mal. Wieder mal Teile. Alter! Schwede! Wow! Alter, schön. Das Out. Alter, da will ich mir jetzt mal kurz an die Fähigkeiten. Haben wir jetzt auch wieder. Dass wir jetzt wieder eine Fähigkeit haben. So, was haben wir da? Zweite Luft. Okay, dann können wir die Gift noch ein bisschen. Das Schild wäre gut, wenn wir das Schild noch mal verbessern. Das Schildbrecher noch ein bisschen und dann könnten wir jetzt noch die eine Rüstung um. Weil wir hätten ja tun, aber ich glaube nicht, dass die noch stärker ist wie uns. Okay, die ist ein bisschen schwächer, aber die sieht eben. Die sieht richtig cool aus, die Rüstung, Leute, die neuen. Das sieht richtig cool aus, das Ding. So, Leute, und jetzt würde ich sagen, reißen wir wieder zurück. Da rüber, markieren den Punkt natürlich, weil wir hier ein bisschen Sache holen wollen. Und jetzt geht's wieder weiter auf Suche nach Missionen. Alles Mögliche, Leute. Ja. Aber jetzt sind wir wieder auf der Suche nach Aufgaben, Missionen, alles Mögliche. Das ist das Wichtigste. Ja, ja die Schildbrecher sind wichtig, Leute. Weil es sind manche Gegner, die sind schon stark. Und dass man dann halt sozusagen die Schilder brechen mit und denn wenn die Schilder nicht haben, haben wir mehr Vorteile, finde ich, wenn wir die Schilder haben. Ja? Das ist ein Vorteil, wenn wir die Schilder zerstören, haben die es schwerer gegen uns. Und das ist ein Vorteil. Wir beten die Menschen Aphrodite an. Doch das Schönste ist die Aussicht. Okay, hier sind mehr die spart. Hier sind mehr. Ich muss sie aufhalten. Ja. Okay, das Gewand ist halt länger wie an die anderen Teile, die wir hier haben. Aber ich jetzt sage, wir haben jetzt. Jetzt werde ich ein bisschen Missionen hier noch neben Missionen, Aufgabe und so alles machen noch wieder wie immer. Diamond Level 23. Ich glaube, wir haben noch irgendwas zu, wo man noch uns nehmen könnte, klar. Ich glaube, haben wir da was? Nee, das. Ja, jetzt haben wir es doch. Okay.
Ah, jetzt stimmt ihr mir, das ist voll. Wir hätten ja da noch so ein bisschen. So, jetzt schauen wir natürlich wieder ein paar Missionen wie immer. So, jetzt haben wir wieder viele. Der Siegreich. Okay, jetzt haben wir viele Missionen hier in dem Gebiet. Und es ist wieder einen neuen Söldner aufgetragen. Alter, wisst ihr. Das ist eine. Ja, jetzt. Ja, das sind viele Gegner, die wir jetzt haben, aber mehr nach. Wieder viele Aufgaben hier in dem Gebiet. Hier haben wir ein paar, dann haben wir hier oben noch ein paar. Wir haben jetzt noch ein bisschen Aufträge, Leute, finde ich. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal hier an. Dann könnten wir theoretisch hier drüben noch hingehen. Die Missionen noch machen von dem Tag. Und natürlich da hoch noch gehen. Aber wir werden erstmal hier ein bisschen Aufgabe lösen. Würde ich sagen. Ja, das sind echt schön. Okay, das Gewand da, ja. Ist ein bisschen ungewohnt. Das neue Gewand ist ein bisschen groß. Hat aber was, finde ich, ein bisschen. Das schöne Gewand. Ich habe deine Nachricht gesehen. Worum geht es? Ich flehe dich an. Ich schulde meinem Nachbarn sehr viel Geld, aber ich kann nicht zahlen. Es sind schwere Zeiten. Vielleicht könnt ihr eine Übereinkunft treffen. Nein. Der Hund führt eine Liste mit meinen Schulden. Sie werden mich verfolgen. Und meine Kinder. Das heißt, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede Drachme kann schon helfen. Alter, 50, okay. Bitteschön. Okay, das war eine schnelle Mission, Leute. Oh, Kopfgeld für einen Politiker? Sorry. Ja, das sind echt schön. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Okay, jetzt jagt mich ein Kopfgeldjäger. Das ist halt immer das Problem, Kopfgeld. Okay, das ist dann doch noch eine Mission. Okay, die Kopfgeldjäger jagen mich jetzt ein bisschen. Schöne Aussicht. Sie wurde gerade noch schöner. Ich hatte gehofft, dich wiederzusehen. Alcibiades, was machst du außerhalb von Athen? Jemand wie ich ist immer in Bewegung. Ich lege mit meinem Schiff in jedem Hafen an. Da bin ich sicher. Wenn du nicht nur wegen der Aussicht hier bist, habe ich einen Auftrag für dich. Dieses Paket hier muss unbedingt den richtigen Empfänger erreichen. Es ist nicht von mir, sondern von einem Mann namens Diodoros. Ich helfe dir. Ist es nur diese kleine Schachtel? Man soll nicht immer nur nach der Größe gehen, weißt du?
Ein kleines Ding kann trotzdem Großes bewirken. Du sagtest, das Paket sei nicht von dir. Warum hast du es dann? Sagen wir, es fiel mir einfach in die Hände. Diodoros bat mich um Hilfe, so wie ich jetzt dich um deine Bitte. Warum überbringt dieser Diodoros es nicht selbst? Du bist sehr neugierig, nicht wahr? Es gibt nicht auf alles eine Antwort. Manchmal sind Dinge einfach, wie sie sind. Manchmal ist er echt komisch. Du bist weit gereist. An welchem Ort bist du am liebsten? Oh, eine persönliche Frage. Interessant. Die Welt ist voller wunderbarer Orte. Ein Lieblingsort wählt sich so schwer wie eine Lieblingshetäre. Ich könnte einen nennen, doch die Antwort ändert sich mit meiner Stimme. Okay. Nun gut, wem soll ich das Paket überbringen? Es gibt einen Mann namens Bardas bei der Festung von Korinth. Er ist eine ihrer stärksten Ressourcen. Und ich sage ihm nur, es ist von dir? Nein, Diodoros. Vergiss das nicht. Diodoros. Ist ja in Ordnung, Mann. Ja, aber irgendwie, naja. Okay, Kopfgeldjäger ist in der Nähe. Oh Mann. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Oh nein. Dann will ich fahren, machen wir eins, Leute. Dann die Sache machen wir jetzt endlich, bringen wir das Paket jetzt ab. Sieg!
Oh nein, Mann! Wir waren fast drin! Wir hätten fast Kartenleute. Okay, dann haben wir die schon müssen wir zahlen. Oh Gott, das ist viel. Alter, ist das nervig jetzt. Warte mal, wir machen jetzt ernst mehr Chaos. Ich muss es jetzt machen, weil sonst ist es so nervig, du. Oh nein, Mann, das ist doch nicht. Mann. Du hast dich übernommen. Da bist du. Oh, ich, Mann, das. Stell dich dem Kampf. Oh, Alter, ist das nervig, Leute. Wir hätten komplett außer rumlaufen müssen, vielleicht, Leute. Oh Mann, das. Okay, die jagen uns jetzt, oh Mann. Okay, wir warten jetzt noch ein bisschen und hoffen. Okay, dann machen wir eins, Leute. Gehen wir runter. Meditieren gerade. Wenn es dunkel ist, dann merken die nicht, dass wir da sind gewesen sind. Oh, ah, Mann. Ja, wir hätten doch außen rum gehen müssen. Hoffentlich funktioniert es jetzt besser, weil hier würde ich halt gar nichts.
Oh Mann, ich... Oh Mann, ich... Oh Mann, es ist halt nervig, finde ich. Oh Mann, dies. Ah, das ist so nervig, Leute, das Paket abzugeben. Weil die uns immer noch jagen. Oh, ich hab la, Alter, was ist denn da los? Oh, warum muss er? Oh Mann, Leute, das ist so nervig. Sorry, Leute, das ist so nervig gerade. Junge Mann, das ist ein... Oh, Alter, das ist so nervig. Alter, ist so echt nervig manchmal, finde ich. Das ist so nervig gerade hier. Mit dem Paket, Alter. Weil es sind einfach viel zu viele Leute da, Leute. Moment, oh Mann, das hab ich schon zu mal. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, Leute. Erstmal. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, Leute. Oh Mann, Leute, ich will doch nur ein Paket abgeben. Ich werde dich finden. Was denn? Alter, ich will doch nur ein Paket abgeben, Leute. Boah, das ist der einzige, der mich noch nervt drüber. So, noch der... Ah, Mann, wir müssen... Oh Mann, das ist der einzigste, der mich jetzt noch nervt, Leute.
Aber es sind halt viele Gegner, oh Mann. Ah, wie lange suchen die mich noch? Okay, wir müssen noch ein bisschen warten, Leute. Meditieren wir mal kurz. Ah, können wir nicht meditieren. Okay, es dauert, es könnte ein bisschen dauern, Leute, jetzt ein bisschen. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen das erst beim nächsten Mal weiter. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.